Dieter, für viele überraschend hat Österreich zum Auftakt der WM-Qualifikation die Franzosen, den Vize-Weltmeister, geschlagen. War das jetzt schon die Handschrift von Karel Brückner? Ist schwer zu sagen. Ich glaube, das Nationalteam hat bei der Euro schon gezeigt, dass gewisse Qualität hier ist. Gegen Frankreich muss man sagen, dass die Disziplin sehr gut war. Man ist in der Defensive gut gestanden und daher, glaube ich, war der Erfolg, ja, nicht, man kann nicht sagen, das ist schon die Handschrift, aber eine gewisse Handschrift des Trainers wurde erkannt, der sicherlich sehr auf viel auf Disziplin setzt und das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt. Du bist ja selber Trainer, hast lange Fußball gespielt. Kann ein Trainer wirklich in so kurzer Zeit etwas verändern? Ist das überhaupt möglich? Ja, es ist natürlich immer so, wenn ein neuer Trainer kommt, sind die Spieler von der Motivation her sicher noch mehr konzentriert. Sie wollen dem Trainer zeigen, was sie können. Und das, glaube ich, war der Ausschlag am Samstag. Jetzt geht es schon Mittwoch weiter. Schweres Spiel auswärts in Litauen. Die haben in Rumänien klar gewonnen. Ist da was zu holen für unsere Mannschaft? Ja, natürlich war der Start jetzt optimal für unsere Mannschaft. Ich glaube, dass wir in Litauen einen Punkt holen können. Wenn es mehr wird, wäre es toll. Allerdings muss sich die Mannschaft nicht verstecken. Litauen hat für mich sehr überraschend 3:0 in Rumänien gewonnen.